Oh ja, nach vorne, Entschuldigung. Blödes Spiel. Okay, eins noch. Dann haben wir diesen Mützenzwerg-Hamster. Diesen grinsenden, blöden Zwerg-Huthaber-Hamster-Zeug. Um mal hier ein Wort reinzubringen, was überhaupt nicht grammatisch korrekt war. Oder grammatikalisch oder was auch immer. Bürger! Oh, jetzt kommt auf einmal dieses Level, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, mit diesen Wolken hier. Schön. Jetzt kommt's. Hier gibt's nämlich anscheinend ordentlich Schatzknöpfe zu kriegen. Ja, hier. Ja, den da und gleich haben wir es auch geschafft schon. Ja, geschafft. Und das war's. Spaß. Ich mach noch ein bisschen weiter. Ich sehe gar nichts. Oh. Und jetzt hänge ich in der Luft. Und ein Bild haben wir bekommen von uns, welches gespeichert wurde auch noch. Das ist so unnütz. Die meisten Bilder sehen sowieso gleich aus. Aber das Schöne ist, wir können uns gleich um den letzten Schatz kümmern. Endlich. Was wird er wohl für uns bereithalten? Welche Mysterien werden wir jetzt offenlegen? Welches Grauen erwartet uns? Erstmal wieder der Roffelkopter, der allseits beliebte. Und wir erhalten... Ach du Schande, noch so ein Vieh. Ja, wer von den beiden spricht denn dann eigentlich? Da steht ja wieder nur, möchtest du es... Ah, okay. Oh Mann. So, wieder ein Tier besprochen. Ein Doppeltier. Ein Doppeltier, eine Kreuzung oder was? Nee, bitte nicht. So, jetzt kommt der letzte Schatz. Okay, jetzt der große Test. Hier zeigen Abenteurer, was sie wirklich drauf haben. Es wird ziemlich hart. Schaffst du es, wirst du für immer auf dem Ruhmesfeld verewigt. Bereit, Abenteurer? Geh an deine Grenzen. Das ist nicht witzig. Nein. Sammle 2500 Schatzknöpfe, die haben sie doch nicht mehr alle. Ich hau die auch. Trotzdem, wir tun das, wir schaffen das. Und wir schaffen es schnell. Jetzt hier nochmal alles abverlangen, sich selbst. Na komm. Oh yeah. Gibt schon mal gut Schatzknöpfe, was ich hier mache? Ich bin Depp. Okay. Ja gut, wenn ich den noch treffe, genau so. Und... Naja, okay. Ein paar Punkte gab es jetzt schon mal, aber... Wir sind noch weit, weit vom Ende entfernt, aber trotzdem. Langsam aber stetig heißt es hier. Bringe das Pferd auf Level 4 von ganz unten an. Irgendwie erinnert mich das an was. So dieses langwierige, einfach alles machen, was geht. Wahaha. Uff. Ach, shit. Und weiter geht's. Einfach sich durchhauen da. Oh, nicht in die Mitte. Ach, komm schon. Ah, jetzt geht er auch noch nach oben. Der soll nicht nach oben. Der soll runter, genau so. Und da, geschafft.
Okay, nächster Zeitbonus und dann geht's in Runde 3. Hm. Warte mal, ich hab ne Idee. Yeah! Hat überhaupt keinen spielerischen Wert, ist aber stylischer. Oh fuck. Da sah man, das Spiel hat da meine Hand für das gehalten, womit ich den Ball treffen wollte. Obwohl ich den Ball mit was anderem treffen wollte, und zwar meinem Fuß. Okay, uah. Und da klappt's wenigstens dann mal. So. Unter meinen Füßen durch, ich glaub's ja noch. Yeah. Und der noch. Und der noch. Und dann haben wir's. Erstes Spiel geschafft und dabei ja, knapp 200 Schatzpunkte bekommen. Wenn das so weitergeht, bin ich draußen. Dann bin ich weg. Bisschen Ober haben wir aber noch. Und solange das da ist, bin ich fit. Könnte genauso gut nur Bananensaft sein. Aber nein, es ist wirklich Orangensaft mit drin. Habe ich ganz eigens selbst überprüft. Während ich es gemixt habe. Ich habe auf die Packung geguckt und habe gedacht, ja, das ist Orangensaft. Ich habe das da eingekippt und ja, es ist passiert. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und noch für irgendwelche Babynahrung, wenn es sein muss. So, jetzt bin ich mal gespannt. Von wo kommen sie diesmal? Ja. Zack, zack. Und zack. Yeah. Es läuft gut. Oh, fuck. Da ist noch einer. Yeah. Und da kommen noch ein paar. Ach, das Level, das kenne ich doch auch schon. Ach, das ist doch dieses Tetris-Level. Dieses eine, was so aussieht wie Tetris. Und wo dann diese Tetris-Scheine kommen und die so sich anordnen, als wäre es... Oh, da ist ja noch Space Invaders. Oder sowas. Ja. Ja, schön. Oh, ich sollte lieber gucken, wo die langkommen. Oder mir das überlegen, wo die langkommen könnten. Da muss ich mich so bewegen. In der Hoffnung. Oh oh. Ja. Yes. Es geht alles. Es klappt. Scheint nicht schwer zu sein gerade. Ah, ja, nein. Einen übersehen, aber nicht schlimm, nicht schlimm. So. Und damit war's das wohl schon fast wieder. Aber nee, noch nicht. Da kommt noch was. Hm. Okay. Easy. Haha. Gut geschafft, ohne sich groß zu bewegen. So. Und damit haben wir doch schon jetzt eine recht gute Zahl an diesen Blasen aufgeploppt und Schatzknöpfen bekommen vor allem. Und jetzt kommen die Bonusknöpfe noch dazu. Sind wir schon bei fast 1900 Knöpfen. Schatzknöpfen. Lässt sich doch sehen. Am besten noch ein Reflexberg kam hinterher, der richtig ordentlich Punkte kreiert für uns. Und dann sind wir schon bei der Hälfte oder so. Nee, Quatsch. Die Hälfte schaffen wir dadurch noch nicht. Puh. Wieder einmal strecken. Mal in die andere Richtung strecken. Beine ausschütteln. Sollte man immer machen, wenn man ein bisschen mehr Sport treibt, dass man sich ab und zu mal ein bisschen lockert. So, was ist das nächste? Legs. Das sieht man. Legs. Lex Luthor. Der Erzfeind von Superman. Nein, und 20.000 Lex ist wohl jetzt mein Erzfeind. Wobei mein Erzfeind ist ja wohl eher dann diese Flusssause, wo man die ganze Zeit keine Punkte kriegt. Und
Ah, das ging schnell. Das ging auch. Ah, scheiße. Von wegen, das ging auch. Ja, doch, aber momentan. Ich treffe alles. Sogar ziemlich gut noch. Wo ist das nächste? Oh, wir sind schon mit einer Runde durch. Hupsa. Voll übersehen. Ah, shit. Ja, so. Na, hier. Ja, ja. Schön. Noch krieg ich's hin. Oh, jetzt kommt ein Hai. Aber auch sehr schön gemeistert. Will ich nicht meckern, kann ich nicht meckern und ich habe auch gar keinen Bock mehr zu meckern. Ich will jetzt fröhlich sein. Ja! Oh, noch mehr Lecks. Oh, zum Stopfen schön. Apropos Stopfen. Ich werde dann wahrscheinlich erstmal, wenn ich hier mit der Session fertig bin, in den Rewe marschieren und dann hole ich mir schön was zu futtern. Habe ich mir richtig verdient. Das ist das Schöne am Sport. Man kann sich einreden, jetzt habe ich ja Sport gemacht, jetzt kann ich ordentlich was futtern. Ja. Ah, schön. Das war's schon. Ellenbogeneinsatz, bitte, du gehst richtig ab. Und Libelle. Wie macht eine Libelle? Die ist doch so vertikal in der Luft. Das schaffe ich hier gar nicht. Sag ich doch, schaffe ich nicht. Gab ein paar Punkte, war jetzt nicht viel. So, sehe ich das richtig? Ist das ein Reflexbergkampf? Es ist ein Reflexbergkampf, yeah! Und ich habe schon gesehen, dahinter kommt wahrscheinlich eine Flusssause. Uga! Hulk Smash! Okay, dann machen wir jetzt hier schön eine Anzahl an Punkten, die auch sich gut im Lebenslauf macht und dann. Oh! Oh, runter! Und hier auch runter. Na, runter. Und zack. Und zack. Ach, jetzt ist das wieder. Okay, aber das sollte ja von den. Das gibt auf jeden Fall gut Punkte hintereinander weg. Also, wenn ich hier mit dem Levelchen durch bin, dann könnte ich vielleicht schon auf meine 1250 runter sein. Bitte. Wenn ich natürlich hier überall alles richtig mache, heißt es. Ja. Und bam. Und diesmal in die andere Richtung. Haha. Und in die Richtung. Und in die andere Richtung. Und Sprung. Und noch mehr Sprung. Und Sprung. Und hoch. Oh ja, so, solche Stellen mag ich. Wahaha. Läuft gut. Aber ob es dann auch reicht für das, was ich als Ziel habe? Ich weiß es noch nicht. Kommt auch drauf an, wie lange dieser Reflexberg haben mich noch beschäftigt. Ja, könnte hinhauen. Wir sind noch nicht am Ende. Also des Levels hier. So. Und auf der Seite. Und so. Ja. Und einmal hoch und zur Seite und okay, wir sind runter auf die 250, wenn wir ankommen. Locker. Das ist schön. Und aus der Puste sind wir dann auch. Ich bin's. Hier, ich jetzt. Seid ihr aus der Puste vom Zusehen? Ha. Oder spielt ihr simultan mit? Na, das wär's noch. Ha. Ja, runter. Ja. Ganz knapp immer vorbei. Es klappt. So knapp ist es ja gar nicht. Ah. Und hier noch. Boah, ich krieg hier so viel mehr Punkte als mit anderen Spielen. Das ist der helle Hammer. Oh fuck, da habe ich jetzt geträumt.
So. Und da oben und. Jetzt gibt's hier nochmal einmal schön Punkte und dann. Woo! So. Und wir sind fast auf 1000 runter. Also. Magnifik war das, ey. Das war richtig. Schön war das. Darauf gibt's erstmal einen ordentlichen Schluck. Wer weiß, vielleicht habe ich hier auch Wodka reingetan, damit ich mir das alles antun kann. Nee, schmeckt nicht so. Könnt ihr euch selber von überzeugen hier? Nein. So. Und das nächste ist mal wieder eine Flusssause, das sehe ich. Na, ich hab's gesagt. Ich hab's ja gesagt. Und da gibt's natürlich wieder nicht so viele Punkte wie beim Reflexbergkamm, was ich recht unfair finde. Weil jetzt habe ich so viele Punkte gesammelt. Das waren doch bestimmt über 500, locker über 500. Und jetzt kriege ich hier vielleicht bloß popplige 200. Ach, wir sind wieder auf der Bahn. Die kenne ich doch. Die hatten wir gerade schon mal. Bei dieser anderen Herausforderung. Dann müssen wir durch. Geht nicht anders.